Gummo, Gummo, Gummo zusammen, meine sehr ehrigen Buben innen und die, die es werden wollen. Wir sind wieder hier bei Minecraft auf der Nintendo Switch in der Bedrock Edition, Staffel 3, Randomia Shit. Ihr wisst, was es ist. Wir sind jetzt hier in unserem Haus, aka dem Schiffswrack, angekommen. Wir haben uns soweit eingenistet, soweit haben wir das Ganze auch überdacht. Wir sind also für diese Nacht safe, wie ihr sehen könnt. Und Haus in Anführungsstrichen gesetzt, denn sehr viele von euch haben mir geschrieben, dass das hier ein Schiffswrack ist und ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgefunden, dank euch, also vielen Dank für die ganzen Hinweise, Ehrenbrüder, dieses Schiffswrack kann in mehreren Versionen spawnen, wir haben hier die Zweitruhen-Variante bekommen, es hätte aber auch so gut sein können, dass wir ein Schiffswrack hätten bekommen können, das uns drei Truhen gibt, sogar mit Diamanten und so drin. Scheint diesmal nicht so unser Glück gewesen zu sein, aber wir haben ja noch zum Glück hier hinten diese andere Kammer, die wir hier vom Ausgang aus betrachten können. Da hinten, dieses kleine Loch. Da wollen wir heute mal reingehen und der Creeper, der kommt hier garantiert nicht rein. Dementsprechend wird es sehr wild, also lasst gerne einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support. Vielen, vielen Dank, meine Brodingos innen, für die heilige Unterstützung. Abonniert ihr generell für mehr von die Minecraft und aktivieren Sie die Glocke. Ich hoffe, der Creeper ist weg. Der war echt nah an meinem Haus dran. Der stand schon an der Türschwelle. Und, ihr kennt diese Momente, man macht die Wand auf. Hinter der Wand ist es dunkel, da kann alles Mögliche gerade geladen sein. Und ich mache das hier auf und es steht ein Creeper direkt hier. Oh, Glück gehabt. Ja, weil in diesem Abteil des Wracks waren wir bisher noch nicht. Und ja, ich bin schon so ein bisschen lost, dass ich hierzu quasi ein Haus am Meer gesagt habe. Aber ja, was soll ich sagen, Bruder? Es ist ein Holzhaus gewesen. Und gut, man hätte jetzt auch irgendwo darauf kommen können, gebe ich zu, dass das hier ein Schiffswrack ist, beziehungsweise ein Schiff gewesen ist. Ich bin doch so raus aus Minecraft. Ich kann doch nicht... das Ding ist, ich kann Mojang noch nicht zutrauen, dass sie so kreativ geworden sind, ja. Okay. Das Loch ist hier stopft. Wunderschön. Wir sehen allerdings keine Truhe in diesem Raum. Ein kleines Fenster sehen wir aber. Also ich muss sagen, die Architektur gefällt mir schon sehr. Ich denke, ich behalte hier einiges bei. Natürlich nicht, weil ich faul bin oder so, aber ich meine, guckt euch das mal an. Wir sind jetzt hier in diesem kleinen Nebenraum. Besser ist das. Und auch hier können wir wahrscheinlich so den Weg pflastern bis zu den oberen Etagen, vielleicht ein Treppensystem reinbauen oder so, weil ich meine, wir haben hier die Wand aufgeschlagen und kommen hier direkt an eine weitere Holzwand und hier geht eine Treppe runter. So als wäre es quasi gewollt, dass wir hier raus den Treppenraum bauen. Ja? Einfach krank. Und jetzt würde ich sagen, ist doch mal die Zeit gekommen, wo wir sämtlichen Krams, den wir nicht brauchen, erstmal in die Truhe reinhauen. Das Ziel jetzt ist es erstmal, ich weiß, wir haben eine Schatzkarte. Ich weiß, diese Schatzkarte wird uns zu einem Schatz führen, der uns wahrscheinlich so einige Diamanten bringen wird. Und der Schatz ist hier direkt in der Nähe. Aber das Ding ist so, ich möchte mich erstmal um so anderen Stuff kümmern, habe ich mir angedacht. Wir haben ja kaum noch was zu essen. Dementsprechend wäre es eine relativ nice Idee, wenn wir uns diese drei Kartoffeln mal schnappen, ein kleines Feld vorbereiten, um daraufhin die Kartoffeln zu pflanzen, um daraus mehr Kartoffeln zu machen. Direkt hier am Haus, am Wasser. Wir werden direkt die Wasserquellen anzapfen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, ich kann das noch. Aber das werden wir rausfinden. Ich habe jedenfalls keine Steine mehr. Das ist relativ kontraproduktiv für meinen Plan, den ich ja habe. Zum Beispiel das Feld pflügen und so. Dafür hätte es jetzt im besten Fall nochmal eine Steinpflügehacke gebraucht oder wie sie auch immer heißen möge. Aber jetzt rausgehen in der ekligen Nacht auf gar keinen Fall. Daher,
Hier, Crafting Table. Was mache ich in der Truhe? Es ist die Aufregung, meine Kerle. Ja, klar. Ja, eine Holzhacke fürs Pflügen eben. Und ich weiß nicht, ob wir schon Erde aufgehoben haben, ob wir schon Erdblöcke haben. Sieht allerdings nicht so aus. Ist auch nicht schlimm, wir haben mehr als genug Schaufeln, um das zu bewerkstelligen. Das sollte nicht das größte Problem sein. Aber ja, schauen wir mal, wie produktiv wir heute sind. Ja gut, wir nutzen die Holzkohle jetzt mal für den Ofen. Falls wir irgendwann mal auf die Idee kommen, Ofenkartoffeln zu machen. Ihr wisst, mein Lieblingsgericht in jedem Minecraft-Let's Play, wenn man so möchte. Aber es schmeckt ja auch so gut. Und apropos Essen, lass mich nochmal ganz kurz hier. Ich habe in den Kommentaren zum ersten Part gelesen, dass diese Suppen, die ich hatte, keine vergifteten Kartoffelsuppen sind, sondern diese verdächtigen Suppen sind Pilzsuppen, auf denen noch eine Blume gekommen ist. Also sie wird mit einer Blume oben drüber gecraftet. Und das ist sehr, sehr sus. Wir halten die Schüsseln aber mal. Kann's auch mal Tag werden, hallo. Ich dreh komplett rund durch. Hier soll es aber auch wahrscheinlich hell genug sein, dass hier nichts reinlaufen kann, oder? Ich denke mal schon. Ich denke, wir können diesen Raum an sich so lassen. Was wir aber auch machen können, ist hier eine Tür reinzubauen. Quasi die dritte Tür, die wir uns gecraftet haben, die noch übergeblieben ist. Die können wir doch dafür eigentlich ganz gut verwursten. Sagen wir, bauen die von so. Ach, ernsthaft? Ist es denn ernst? Okay, das Abbauen von Holz dauert länger, als ich dachte. Ihr seht, ich bin mit dem Rhythmus nicht mehr so ganz drin. Ja, okay. Das sieht doch schon besser aus. Meine Güte! Da denkst du einmal, du baust richtig und nein, dann liegst du komplett falsch. Du hast aus der verkehrten Sicht gebaut. Man kennt ihn. Das Ding ist so, der Platz in der Wohnung ist quasi gar nicht gegeben. Es ist sehr, sehr eng hier. Ich muss das wirklich zeitnah abändern. Und ich würde sagen, wo jetzt Nacht ist. Damit wir hier nicht zu kontraproduktiv arbeiten oder so. Lasst uns doch mal einige Treppen craften. Damit wir da schon mal den Weg ebnen können. Für den Weg nach oben. Und genau jetzt, wo ich das vorhabe, wird es Tag. Ist klar. Das Spiel scheint mich nach wie vor zu hassen. Oh ja, das tut es. Sieht zwar ganz nett aus, Bro, aber das kommt dadurch, dass die Treppe hier schon steht. Ah, egal. Egal. Tschüss, Fackel. Ich denke mal, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass das so platzmäßig hinkommen wird, aber ich meine, das sollte doch, oder? Ich meine, die Treppe, wenn die jetzt keinen Aufstand macht. Ja, es ist halt wirklich das eins der größten Probleme, die ich in Minecraft habe. Das Treppenbauen, das perspektivische Treppenbauen ist immer sehr, sehr schwierig. Ganz, ganz schwierig. Jetzt würde ich sagen, Samen ist auch noch so ein Punkt, wo wir gerade von Pflanzen und so gesprochen haben. Just a few minutes ago. If you remember. Alter, das erinnert mich gerade todes an meinen Minecraft-Part, wo ich in Englisch geredet habe. Wer kennt ihr noch? Der wahre Cringe. Ich will es mir eigentlich nicht angucken, weil ich mir vorstellen kann, Alter, das ist sehr schlecht gealtert, wie er Englisch spricht. Aber gut, oh mein Gott! Ja, Mois! Wir, ein Händler? Also, ich hatte im ersten Part von Starnulli, Grüße gehen raus, gelesen, was ich für ein Glück habe und so. Mit dem Schiffswrack zum Beispiel. Und jetzt, was spawnt direkt neben meinem Haus? Was wandert hier herum? Wanda und Cosmo. Beziehungsweise ein Händler. Einfach ein Händler mit zwei Lamas. Sie scheinen ihn beschützen zu wollen. Diese miesen Schweine. Ja klar. Die Brüder. Sie haben größere Nasenlöcher als ich. Na klar. Was geht, Bruder? Was können wir für dich tun?
Er möchte von uns folgende Gegenstände bekommen, um Folgendes zu erhalten. Also hier, ich glaube, er handelt mit Smaragden, oder? Oder beziehungsweise, man muss ihm Smaragde geben und bekommt dann diese Items. Jetzt aber das Ding, ich habe ja keine Smaragde. Wollen wir den Bruder einzäunen, bis wir welche haben? Weil nicht, dass er dann gleich wieder seines Weges geht. Oh, das hat jetzt... Das bringt alles durcheinander, Mann! Ich wollte doch nur ein Feld pflügen gehen. Und dann kommt das dabei raus. Bruder. Diese Minecraft-Welt denkt sich aber auch wirklich, Bruder, du warst jetzt einige Jahre nicht da. Jetzt müssen wir auch einiges Neues zeigen. Ja. Dementsprechend, hier. Zäune, dies, das. Ich hoffe, ich kann auch mit nicht gleichen Holz, habe ich überhaupt noch? Ich habe gar kein Holz mehr? Oh Gott. Das ist hier sehr cringe. Ich muss auch unbedingt mehr Setzlinge legen. Nachher, naja, ihr seht die ganzen Bäume da hinten. Wir müssen Setzlinge pflanzen. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen was ab. Und dann gleich, sobald uns dann Setzlinge und Samen hier runterfallen, werden wir weitermachen. Mit dem Setzen von Bäumen, von Setzlingen, das Setzen von Baumlingen, Setzlingen. Baumsetzlingen. So. Ja, ist krass. Also, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich ist das, dass so einer spawnt? Es kam mir irgendwie, also... Es passt wieder mal zu mir. Ne, das Ding ist halt, wir brauchen halt wirklich jetzt langsam was zu snaggen. Und ich habe eigentlich nicht so viel Bock, hier die Tiere auf der Insel zu killen. Daher muss ja irgendwas Vegetarisches her. Und mein Lieblingsessen, wie gesagt, aus allen Minecraft-Spielen, muss mich einfach weiter begleiten. Es ist einfach so. Nehmen wir diese 3 Bäume, 4 Bäume hier noch mit und dann gehen wir kurz ins Haus. Ich glaube, den Zaunplan können wir jetzt eigentlich wieder vergessen. Ey, alles, was ich anfange, wird irgendwie annulliert durch irgendwelche Events. So, ich... Jetzt gleich werde ich dann doch wieder darauf zurückkommen, um... ein Feld pflügen zu gehen. Für eine nice Ernte. Weil der Händler nicht mehr dort stehen wird. Das Ding ist, ich will ihm auch nicht die Lamas klauen. So, ich bin nicht... Eigentlich bin ich nicht so einer. Ja, und das ist offiziell, wir können auch nicht mehr rennen. Soweit ist es also schon mit uns hier kommen. Na ja, ganz toll. Also weit und breit keine Smaragde, die uns irgendwie... Ich meine, wir hatten keine Smaragde in der Truhe, richtig? Ja, und schaut euch das an. Der Händler ist weg. Aber hier ist ein Schwein und ich werde... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir noch leid. Ja, das war nicht nur Haram, sondern... Naja, geht auch noch gegen mein... Eigentlich gegen mein Mindset, was das Ganze angeht. Aber wie gesagt, wir wollen Minecraft ja nicht so ernst nehmen hier. Aber ja, wir können es eigentlich official... Willst du mich abziehen? Wollen Sie mich richtig abziehen, Bruder? Ich hab gedacht, du wärst weg. Junge, Alter, einfach... Alter... Stealth plus 100. Die Brüder. Ich denke mal, sie lassen hier ein wenig Vorsicht walten. Sehr wohl. So, aber jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt zuerst? Werden wir jetzt die Brüder einzäunen, dass sie uns nicht weglaufen können? Oder werden wir ein Feld pflügen gehen? Ich meine, dadurch, dass wir jetzt ein Schwein getötet haben, können wir ein bisschen durchkommen, hungertechnisch. Das heißt, wir könnten sie jetzt prinzipiell einzäunen gehen. Ist natürlich die Frage, ja. Ah ja, die Sticks fehlen mir natürlich. Oder fehlen mir Sticks? Nein. Natürlich nicht. Okay. Machen wir uns mal ungefähr so viel. Noch ein Tor davor. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich das machen muss. Ne? Aber das Ding, wann kriege ich das nächste Mal die Möglichkeit, so einen Händler zu treffen? Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Hallo. Okay, nur wie... Das Ding ist jetzt, muss ich nur ihn einzäunen, damit sich nichts von der Stelle bewegt, oder muss ich alles einzäunen? Weil technically
ist der Händler ja, der die Zügel in der Hand hat, der bewegt sich ja. Aber schreibt auch das sehr gerne in die Comments hinein. Und sagt mir sehr gerne, ob ich ein Arschloch bin, aufgrund dieser Aktion. Es tut mir doch leid. Bruder! Na klar, er reagiert auf meine Aktionen. Ja, Mois. Be right back, Bruder. Ich mach dir hier noch ein bisschen Licht hin, ne? Damit du hier nicht... ja. Aha, ja, ne? Der Kai denkt mit. Na, der Bruder. Was läuft da hinten eigentlich rum? Ist das ein Rind? Ich hab das eben schon gesehen und dachte mir so, nein, da gehst du jetzt nicht nochmal hin. Na, das ist ein Erdblock. Aber okay, das bringt mich natürlich wieder zur eigentlichen Aufgabe zurück, ja. Bruder, das Spiel ist mich gerade richtig am Ablenken, richtig am Dis... Oh nein! Na, ich muss zum Ofen zurück. Ganz, aber ganz schnell. Ich weiß nämlich nicht, ob meine Schwierigkeit so hoch ist, dass ich sterbe durch Hunger. Weil das ist ja, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt in der Schwierigkeit deaktiviert. Zum Glück. Alter. Ich dachte echt, ich hätte noch ein bisschen Zeit dafür. Ihr seht, also es ist halt so, wir sind häufig ausgebucht mit unseren Planungen, dies, das. So, und das ist unser letztes Fleischessen gewesen für die nächste Zeit. Denn jetzt geht's ans Feld pflügen, meine Kerle. Es muss sein. Heiliger, ich bin immer so kurz vorm Sterben und dann schaffe ich es einfach doch wieder irgendwie zu leben. Aber wir dürfen natürlich nicht die Bäume vergessen. Ihr habt den Setzling gesehen. Wir müssen natürlich auch irgendwo so ein bisschen für die Nachwelt so ein bisschen vorsorgen. Ich würde sagen, hier können wir doch eigentlich ganz gut einen draufballern. Aha. War das gerade ein Stick, den wir da entgegengenommen haben? Ich weiß es nicht. Sah ein bisschen so aus. Kann aber auch einfach nur ein Setzling. Ja, es muss ein Setzling gewesen sein. Denn das war mein letzter, ich glaube, Birkensetzling. Habe ich nicht recht? Nein. Ich habe tatsächlich einen Stick aufgehoben. Droppen Bäume das jetzt neuerdings? Ich weiß nicht, ob sie das... Ja, das tun sie tatsächlich. Seit wann tun Bäume das? Ich meine... Technically, ne? Macht das Sinn? Aber ich frage mich halt trotzdem, warum? Da wird ja doch wohl nichts verkehrt dran sein. So, ich würde sagen, wir bauen mal hier das ganze Stück Erde ab und... Gibt uns das nicht auch eigentlich Samen? Wenn wir die Blätter hier abbauen? Dass sie zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit Samen droppen? Oder nicht? Ja, ich glaube schon, ich habe da gerade was aufgehoben. Sehr, sehr schön. Ja, also, ne, der Punkt ist ja natürlich Samen. Gut für Brot. Damit man Brot backen kann, beziehungsweise craften. Denn, aber ich weiß gar nicht, hat man das jetzt mittlerweile abgeändert? Dass Brot dann doch gebacken werden muss, statt einfach nur gecraftet? Dass man sich dann irgendwie den Teig craftet und dann steckt man das in den Ofen? So ein bisschen mehr auf realistic getrimmt? Wie ist das? Bin ich sehr gespannt, das rauszufinden. Ich meine, ey, es hat sich ja sogar geändert, wie man ein Bett baut. Und ich kann es bis heute noch nicht. So raus bin ich aus der ganzen Geschichte, wisst ihr? Aber ja, meine Kerle. Der Progress sieht ganz gut aus. Oh Gott, es ist aber Nacht. Das habe ich nicht bedacht. Das habe ich halt voll aus den Augen gelassen. Da bist du hier so am Abbauen, da fällt dir gar nicht auf, dass es Nacht geworden ist. Ne, wie sehr man sich auch amüsiert und wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Okay, diese Grafikbugs, die kenne ich doch irgendwoher. Das ist nichts Neues für mich. Oh Gott, da hinten ist ein Skelett. Heilige Scheiße, es spawnt schon ein bisschen was an Gegnern, oder? Das hätte ich nicht kommen sehen. For real. Okay.
denk mal, das sollte erstmal genug Erde gewesen sein. Was machen unsere ganzen anderen Setzlinge? Sind hier doch irgendwo welche gedroppt? Hier zum Beispiel. Ne, das sind die, die ich aufgestellt habe. Okay. Trotzdem, das waren nicht meine einzigen Bäume. Guck mal, 7 Setzlinge schon. Nice. Na gut, die Blätter brauchen auch irgendwie nach wie vor noch ein bisschen Zeit. Dem muss man die Zeit auch gönnen, ja, bis dann alles vom Himmel fällt. Das hat schon alles seine Zeit. Da wäre ich doch der Letzte, der Stress macht. Weiß ich, aber so Gras respawnt doch, oder? Oder muss ich dafür neue Chunks laufen? Apropos Chunks, danke an die ganzen Brüder, die gesagt haben, dass, und das hat mich nochmal daran zurückerinnert, ich habe vergessen, dass es so ist, innerhalb dieses Chunks, in dem wir uns befinden, ist alles vorgeladen. Und wenn Updates kommen, werden die vorgeladenen oder die bereits geladenen Chunks nicht aktualisiert. Aber however, sobald wir jetzt nach zum Beispiel in das östliche Chunk gehen, spawnt nach einem großen Update, Wild Update zum Beispiel, wieder etwas Neues. Das ist das Gute. So, jetzt, ich habe jetzt länger nicht drauf geachtet. Ich kann mir vorstellen, dass der Bruder dann doch irgendwie despawned ist. Er hat einen Unsichtbarkeitszauber angelegt, oder was? Einfach ein Unsichtbarkeits... Oh mein Gott, die Nachtwächter! Ja, natürlich! Die tauchen ja immer auf, wenn man 3 Tage lang nicht schläft. Bruder, ich brauche langsam wirklich ein Bett. Wie nennt der sich nochmal? Ich habe den Namen komplett vergessen. Jetzt weiß ich auch, warum er sich unsichtbar gemacht hat. Er will geschützt sein von so einem Ungetüm. Ich sehe es nicht mal. Also ich sehe ihn wirklich null. Vielleicht ist er weggeflogen. Das kann auch sein. Egal. Ja, aber das Ding ist halt wirklich, wie baut man sich hier nochmal ein Bett in der neuesten Version? Wie funktioniert das? Wohl, warte mal kurz. Jetzt, warte, warte. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die Möglichkeit, Betten zu bauen, geändert worden ist. Das ist dafür eine andere Option. Also, was heißt Option? Es gab eine andere Requirement. Man musste andere Items benutzen, um ein Bett zu craften. Das ist aber scheinbar doch nicht so, oder? Oder bin ich jetzt wirklich dumm? Hatte ich immer das Gefühl, dass es geändert worden ist? Dabei war das nie so. Das ist gerade wirklich sehr cursed. Ich bin sehr verwirrt. Ihr merkt das. Und ich würde sagen, darauf machen wir hier erstmal einen Stopp. Ja, so kann es nicht weitergehen. Ob unser Villager, Händler, Bruder weiterhin geladen bleibt in unserem Chunk, in dem wir uns befinden, das und vieles mehr beim nächsten Mal. Und dann machen wir aber auch wirklich, ja, unsere erste kleine Farm auf Wasser gebaut. Es wird lecker. Hauen Sie rein und tschüss.